Hello, everybody. Welcome to the Service Robotics Lab. My name is Kate. What do you want me to do? Make coffee. You want me to make coffee? Let me have a look. Okay, I found some objects. Now I'm going to make coffee for you. Das könnte der Satz der Zukunft sein. Die schlaue Kate ist ein Service-Roboter, entwickelt von Markus Schneider an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Mit seinen Forschungsergebnissen hat Schneider sogar einen Preis gewonnen. Mittlerweile promoviert er in Australien. Hier in Deutschland wird weiterhin daran gearbeitet, dass Kates Intelligenz perfektioniert wird. Und zwar mit einem neuen Konzept. Unsere spezielle Forschung hier beschäftigt sich mit dem Thema maschinelles Lernen. Ja, es geht darum, dass der Roboter seine Fähigkeiten lernt. Der wird nicht mehr klassisch programmiert, sondern er lernt durch Vormachen und dann kann er es nachmachen. Das Vormachen funktioniert so. Kate werden die Bewegungen mit ihrem Arm dreimal gezeigt. Jedes Mal stehen die Objekte woanders. Danach soll sie die Aktion selbstständig durchführen. Das ganz Besondere an dem, was wir machen, ist eben, dass der Roboter generalisieren kann. Das heißt, der lernt nicht wie die klassischen Industrieroboter eine feste Trajektorie auswendig, sondern der erkennt die Objekte und je nachdem, wie die Welt sich verändert, passt er auch sein Verhalten an. Das kann der alles lernen. Und das ist die Innovation, die wir hier zu zeigen haben. Das mag im ersten Moment nicht wirklich spektakulär klingen, aber Kate könnte durch die Forschung von Wolfgang Ertl und seinem Team bald die beste Freundin einer jeden Hausfrau werden. Beispiel Haushalt, das ist das klassische Beispiel. Der wird irgendwann zum Beispiel bügeln können, aufräumen können, putzen können, vielleicht die Spülmaschine einräumen und so weiter. Also alles Mögliche, aber das Ganze ist natürlich nicht auf Haushalt beschränkt. Im industriellen Umfeld, beim Handwerker zum Beispiel, können solche Service-Roboter durchaus auch Einsatz finden. Das wäre doch zu schön, um tatsächlich wahr zu sein. Bis Kate diese ganzen Dinge drauf hat, kann es aber noch gut ein paar Jahre dauern. In der Zwischenzeit müssen wir leider selber weiter bügeln. Well, that's it.